Guten Abend zusammen. Schön, voll. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannender Vortrag. Der Theo erzählt uns nämlich was über seine Radreise. Ursprünglich oder gelernt oder gearbeitet in der Veranstaltungstechnik kam Corona und das war irgendwie blöd für viele, aber vor allen Dingen für unsere Veranstaltungstechniker. Früher schon mal Fahrradurlaub gemacht und hat sich dann wohl gedacht, ich fahre mal ein bisschen weiter. Diesen Traum hat er sich erfüllt und ist in Saarbrücken gestartet. Und was dann passiert ist, wird er uns jetzt erzählen. Ich habe, wie es sich gehört, viel zu viel Material für eine Dreiviertelstunde. Ich versuche das jetzt aber so einzuschränken, dass es mir gelingt, die Zeit einzuhalten. Ich habe eine Stopp-Anlaufen, die startet jetzt. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag, Unconscious Bias Hacking. Ich habe mir einen Titel ein bisschen suchen, wo das Wort Hacking drin vorkommt, damit ich hier hin darf. Ich versuche das jetzt auch ein bisschen in das Thema reinzubringen. Grundsätzlich erzähle ich oder eher mein Vergangenheits-Ich euch von meiner Radreise und was ich davon gelernt habe. Mein Vergangenheits-Ich wird in Form von Videos auftauchen. Ich mache es mir einfach. Das heißt, ihr müsst nicht so viel von meiner Stimme jetzt hören. Dafür kriegt ihr ein bisschen mehr aus der Konserve in echt. Deswegen steigen wir gleich direkt ein. Vorneweg, ich bin kein Experte für interkulturelle Kompetenz. Der Titel könnte das so sagen. Ich kenne mich eher so aus mit Komfortzonen und wie man mit Komfortzonen auch ableiten kann, was über kulturelle Unterschiede zu lernen und was das damit zu tun hat. Und das versuche ich euch in dem Vortrag zu vermitteln. Deswegen fangen wir jetzt mal direkt an mit der Motivation. Danke für meine Heraldin, für die Einführung. Du hast schon sehr viel erzählt. Das ist toll. Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben. Da hat sie recht, die Kanzlerin. Als Teil der Veranstaltungsbranche sitze ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen seit knapp 14 Monaten im Homeoffice. Und deswegen ja auch die Verlängerung des Lockdowns. Meine Normalität ist die vieler anderer. Aufstehen, Kaffee, Videokonferenz, Kaffee, Videokonferenz. Steuern auf weitere Monate der Ungewissheit zu. So sehr ich das Homeoffice auch mag, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich meine, das kennen die meisten von euch. Wir haben sehr viel Zeit zu Hause verbracht und wir fanden das größtenteils auch ganz geil, weil man muss nicht so viel mit anderen Leuten zu tun haben. So ging es mir auch. In der Veranstaltungsbranche ist es aber doof, weil in die Veranstaltungsbranche geht man nicht, weil man da das große Geld verdient, sondern weil man, also zumindest mal, mir ging es darum, Leute unterhalten kann und unterhalten will. Und ich habe das insbesondere auf Outdoor-Veranstaltungen gemacht und die gab es dann halt nicht mehr. So war mein Purpose weg und dann kann man sich vorstellen, wie das Kurzarbeitergeld in der Veranstaltungsbranche aussieht. Also die Existenzängste waren auch da. Also gab es Küchentischgespräche mit meiner Freundin. Das ist wirklich die Kurzversion, weil damit könnte ich nochmal einen ganzen Vortrag füllen. Sie hat mich gefragt, was würdest du tun, wenn wir nicht zusammen wären? Ich habe gesagt, ich würde meine Altersvorsorge auflösen und eine Weltreise mit dem Rad machen. Wahrheit ausgesprochen. Ich habe eine fantastische Frau, die hat gesagt, dann kriegen wir das irgendwie hin. Und so ist das passiert. Ich habe mir eine physische Karte runtergeladen, habe mir die ausgedruckt, habe dann angefangen rumzumalen, habe geguckt, wo kann man hier welche Landwege hinter sich bringen, in Länder, die irgendwie spannend sind. Und da war Zentralasien die erste Wahl. Dann dachte ich, dann machen wir gleich groß, dann gehen wir bis China und dann will ich gleich bis Südostasien. Ursprünglich wollte ich bis Australien, aber das fand ich ein bisschen übertrieben. Ja, das war der Plan. Ich hab tatsächlich fast ein ganzes Jahr vorbereiten können. Also ich bin da schon so ein bisschen projektleitermäßig dran gegangen und habe mir auch Sponsoren gesucht und alles cool gemacht. Aber egal, irgendwann war 1. März, dann ging es schon los. Ich hatte das große Glück, dass der Bausparfuchs, Jochen, wo ist er? Hand hoch, da hinten, hat mich die ersten zwei Wochen begleitet. Und er ist auch Bestandteil von dem Video und du darfst mir gerne noch Dinge dazwischen quaken, die ich nicht wahrgenommen habe. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß mit unserer Alpenquerung. Das hier ist wahrscheinlich das Intro zu einem großen Abenteuer. Oder etwas, was wir einfach auf einer Arschbacke abreißen werden. Ich glaube aber eher Ersteres. Wir starten morgen zur Alpenquerung. Wir fahren über den Fernpass, wir fahren über den Rechenpass und fahren vor allen Dingen hinten runter. Wir hoffen auf mediterranes Klima, mindestens zweistellig. Es ist bitterkalt aktuell draußen. Wir ziehen morgen alles an, was wir haben und werden aber auch alles wieder ausziehen müssen, wenn wir den Pass hochfahren. Ich bin gespannt, wie es wird. Ihr seht bestimmt gleich, wie es weitergeht und wisst schon mehr, wie ich jetzt gerade weiß. So, liebes Instagram, das ist der Fernpass, auf dem will man kein Fahrrad fahren. Aber es ist hier gar kein Problem, deswegen gibt es hier den Radweg neben dem Fernpass.
bestimmt ein wundervoller Weg, wenn es nicht schneit oder man mit Langlaufski unterwegs ist. Sieht schwierig aus oder einfach? Fahrräder verboten. Da bringt es leider nicht weiter. Und die andere Seite. Mach eine Wintertour, haben sie gesagt. Großes Abenteuer, haben sie gesagt. Ziemlich sicher, dass sich genau so das Silk Road Mountain Race anfühlt. Schieben statt fahren. Warum man das macht, erschließt sich mir nicht. Ah. Aber wie hat der Jochen eben gesagt, schlimmer kann der Weg nicht mehr werden. Doch, es kann doch den Berg hochgehen. Aber die Sonne scheint und Schnee ist ja irgendwie auch schön. So, zwei Trottel fahren im Winter neben dem Fernpass her. Was soll ich sagen? Es schiebt sich echt scheiße, so ein Fahrrad mit Gepäck durch den Schnee. Muss man mal gesehen haben. Der Panoramaweg nach Lermoos. Ja, da haben wir dann kapituliert. Also es ging dann überhaupt gar nichts mehr. Der Jochen hat dann in der Erde mit den Öffis noch einen Bus gefunden. Die haben es tatsächlich mitgeholt. Das war ziemliche Offenbarung. Ja, wir wollen nach Venedig. Dankeschön. Man muss dazu sagen, der hat uns gefragt, wollt ihr nach Venedig? Ja, ja, wir wollen nach Venedig. Das war eine ganz normale Unterhaltung, die man so führt. Am nächsten Tag wollten wir direkt mit dem Bus fahren und der hat sich dann geweigert, uns mitzuholen, weil er muss Freiheiten für Leute mit Kinderwägen und Rollstühlen. Dann gesagt, gut, dann fahren wir halt mit dem Rad. Und dann haben wir diese Loipen gefunden und das war halt geil. Die scheiß Radfahrer machen die Piste kaputt. Das ist der Rechensee im Winter.
historische Trony. Ja, Jochen, hast du da irgendwas hinzuzufügen noch? Ja, genau, finde ich auch. Die Radfahrer und die Snowboarder. Also ich habe das tatsächlich gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt. Also ich habe mich ein bisschen auf die Jochen verlassen, weil ich weiß, dass der Jochen eben Routenplanung super ist und habe mich dem völlig ergeben. Und das war tough, aber es war Kategorie 2 Spaß, sagt mal. Also danach war es auf jeden Fall geil. Zwischendurch war es schon ein bisschen ätzend. Wie das so ist. Was kulturelle Geschichten natürlich angeht, die einzigen kulturellen Probleme, die wir hatten, ist, dass halt in Baden-Württemberg und Bayern irgendwie im 8 Uhr der Bürgersteig hochgeklappt wird. Und also mit dem Abendessen, das muss man schon ein bisschen planen, aber wir sind gut versorgt worden. Und in Italien wieder umgekehrt. Im März ist da ja auch noch kein Sommer, trotzdem machen die Siesta. Und dann sind die Mittagspause ist lang. Und wenn man dann so einen Hungerast hat, muss man den halt durchhalten, bis dieser Laden wieder aufmacht. Aber wir haben es irgendwie überstanden und zwar großartig. Was hat das mit der Komfortzone auf sich? Ich würde noch so ein bisschen Learning zu vermitteln. Also das Modell hat jeder vielleicht schon mal irgendwie gesehen. Das Grüne ist so, die Couch, der Computer, an dem man sitzt, der eigene Garten, da ist alles cool, da muss man sich nicht stressen, alles ist einfach. Das Gelbe ist diese Abenteuerzone. Der Softwareentwickler setzt sich mit einem neuen Framework auseinander. Ich finde das spannend, lerne was Neues dazu oder irgendjemand lernt Einradfahren und ist alles ganz cool. Und wenn man das regelmäßig macht, also regelmäßig in die Abenteuerzone spaziert, vergrößert sich die Komfortzone, Kompetenzen erweitern sich, alles ist geil. Wenn man es übertreibt, man kauft sich ein Mountainbike und ballert sofort irgendwie eine Piste runter, kommt man in die Panikzone, steigt nie wieder auf ein Fahrrad, Komfortzone verkleinert sich. Das sind die Basics. Und was hat das mit, wie lerne ich was über andere Kulturen zu tun? Mein Onkel, ein weiser, gebildeter Mann, hat mit 60 mit seiner Frau eine Reise nach Indien gemacht und er ist zurückgekommen mit der Weisheit, Reisen bildet nicht. Und das hat er gesagt, weil er dort zwei Männer in seinem Alter getroffen hat, die sich geweigert haben, Reis zu essen. Und dann ging halt so, wie kann man auf die Idee kommen, eine Indienreise zu machen und sich dann jeden Abend eine Schnitzelbude suchen zu müssen und halt unzufrieden sein. Ja, genau. Du musst bereit sein, auf einer Reise deine Komfortzone zu erweitern. Da geht es eigentlich hauptsächlich hin. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr gucken. Oh, ich glaube, wir sind gut in der Zeit. Das ist geil. genau. Dann machen wir weiter. Dann fahren wir nach in die Türkei. Richtung Alanya. Ja. Ich könnte mehrere Stunden füllen. Also, man soll nicht nach Alanya fahren, ohne diese Burg anzuschauen. Ich würde es nie wieder machen. Ich bin mir noch nicht sicher, was mich Tritto geritten hat. Hier auf die Burg in Alanya mit dem Fahrrad zu fahren. Aber ich bin fast oben. Und ja. Es ist sehr warm. Zumindest wenn man den Berg hochfährt. Ja, man soll hier nicht durch Alanya hetzen, ohne auf dem Burgberg gewesen zu sein. Tja, so sieht's hier aus. Ja, und wie bereits angekündigt, erhöht sich hier die deutschen Dichte doch schon extrem. Alanya ist wohl sogar dafür bekannt, dass es hier deutsche Siedlungen oder sogar Stadtteile gibt. Ja, da unten fahren sie. Die Turi-Piratenschiffe sind an der ganzen türkischen Riviera zu finden. Ja, Burg. Bin einfach nicht gemacht für die Hochkultur. Mai, könnte schon Mai gewesen sein.
www.fabiantheobald.de findest du mein gesamtes Roadbook und jede Tagesetappe. Ich glaube, ihr könnt die Technik ein bisschen lauter machen, oder? Also ich hatte an dem Tag eine sehr flache Tagesetappe zu fahren. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich jetzt nicht an diesem Ding vorbeifahren. Das ist halt schon ein strammes, steiles Stück und es waren halt schon 32 Grad und Luftfeuchtigkeit war extrem hoch. Ich hatte sehr zu kämpfen gerade schon mit der Temperatur zu dem Zeitpunkt. Ach, das ist meine Türkei. Da habe ich zum ersten Mal mal wieder 10 Kilometer am Stück gehabt, ohne Markt und ohne Infrastruktur. Und an der ersten Wasserstelle treffe ich gerade eine Familie. Hello Germany, how are you? Diese netten Menschen haben mich gerade zum Essen eingeladen. Ja. Hier ist der Papa, der hat das Essen gemacht. So toll ist es hier in der Türkei. Abschied bis nun. Es war sehr, sehr schön. Ich habe noch nie so was Gastfreundliches wie die Türken erlebt. Einfach wieder unglaublich toll. So, da fallen mir die letzten 10 Kilometer ja doch noch mal wesentlich leichter, wie ich jetzt nur nach Gazi Pascha fahren muss. Du, es donnert und blitzt wie verrückt. Ne, es blitzt nicht, es donnert wie verrückt. Laut Wetter-App regnet es auch gerade hier. Aber solange die Familie da drüben noch spielt, bin ich sehr entspannt. Und ich habe Heringe als Snack geschlagen heute. Ich bin wirklich, ich glaube, 5000 Kilometer immer in Meerreichweite gefahren. Das war immer wieder schön. Ich war vorher gar kein so ein Meermensch. Ja, ich habe vor allen Dingen dieses Stichwort Hospitality mitbekommen. Also die Gastfreundschaft, ich meine, man ist als Deutscher auch tatsächlich nicht verwöhnt, was Gastfreundschaft angeht. Und ich kriege das schon oft erzählt. Ich meine, am Balkan war das schon bemerkenswert, wie offen Leute auf mich zugegangen sind. Also ganz anders als eine deutsche Kartoffel. Die Türkei war noch viel, viel krasser. Ich meine, das war auch der Flamingo-Effekt. Wenn man auf so einem bunten Fahrrad durch die Gegend fährt, ist man sowieso erstmal interessant. Und dann kommt, ich konnte keinem Dorf anhalten, wo nicht die Leute zu mir gekommen sind und gefragt haben, wo bist du her, was machst du? Und halt auch wirklich interessiert. Und das war geil. Und ich meine, Essenseinladungen, also ich habe sehr oft Nein gesagt, so aus einer Höflichkeit heraus, bis ich gemerkt habe, das ist doof. So, und habe mich viel mehr drauf eingelassen. Und das war nicht doof, das war toll. Das war was sehr, sehr Schönes, wo man ein ganz anderes Gefühl dafür kriegt. Und ich mir selbst erwischt habe, ich will doch jetzt nicht das Essen weg, ich würde jetzt nicht schmarotzen. Also diese Herzlichkeit wurde bei mir erstmal im Kopf mit, das kann ich doch nicht machen. Und das habe ich größtenteils geschafft abzulegen. Das war schön, das war ein schöner Effekt für mich.
Und noch so als Stichwort, das haben vielleicht einige schon mal gehört, der Begriff German Split, dass man in einem Restaurant halt die Rechnung aufteilt, das ist wirklich was sehr Deutsches. Also in der Türkei haben die gesagt, wir sagen dazu German Split. Ich so, ah ja, interessant. Ja, auch sehr seltsam. Letzter Punkt, Übernachtung auf Radreisen, da sind wir beim Komfortzonenmodell. Ich habe dieses super teure Ultraleichtzelt und super teuren Schlafsack und aufblasbares Kissen dabei gehabt. Ich habe das 9-mal benutzt. Das war auch ganz cool und hat auch Spaß gemacht und ich zählte auch gerne, aber in so einem Bikepacking-Setup, wo alles ganz tight gepackt ist, kostet das Zeit und Nerven, das morgens auch wieder reinzupacken. Dann hat man diese Temperaturen, die ja nachts auch nicht viel besser werden, das ist einfach auch anstrengend. Und ich habe meine Komfortzone zu, also Wildcampen wollte ich nicht. Also ich habe so oft schon gelesen, das ist das absolute Abenteuer, du musst irgendwo einen tollen Platz. Nein, ich habe Angst bekommen, wenn ich irgendwo mich hingesetzt habe. Ich habe lieber für 13 Euro in einem Hotel übernachtet. Und das war auch wichtig für einen selbst herauszufinden, was ist für dich cool und was hast du Bock. Weil für mich ist 100 Kilometer Radfahren ist Komfortzone, weil ich bin vorher viel Fahrrad gefahren. Also das war gar nicht das Ding für mich. Und auch dieses von zu Hause weg sein war cool für mich. Aber andere Sachen, die findet man für sich, wo man drüber nachdenken muss, wo komme ich in die Panikzone oder wo ist es ganz cool, das zu erweitern und wo es cool ist, noch einen Puffer zu haben, weil man ist ja allein unterwegs, man muss nicht so in die Grenzbereiche gehen. Also nochmal, Komfortzone ist was ganz Individuelles. Das würde ich damit nochmal betonen und das muss jeder für sich herausfinden. Wie ich auch in dem nächsten Video euch zeigen werde, dass Temperatur auch so eine Sache ist, mit der man umgehen lernen muss. Also gefühlt sage ich diesen Satz im Moment jeden Tag. Aber so viel habe ich schon lange nicht geschwitzt. Und heute Morgen war es noch bewölkt. Jetzt knallt die Sonne wieder. Ja, hier gibt es alle Nase lang sogenannte Restaurants. Da gibt es in der Regel nur Chai und Kaffee. Manchmal gibt es was zu essen, meistens sind sie aber zu oder die Küche dazu. Und das hier ist die Luxusausstattung. Hier gibt es einen voll gefüllten Kühlschrank. Gibt's wieder Cola. Also da in der Flasche ist Cola drin. Ich habe das mal umgefüllt. Ja, was soll ich sagen? Das ist wahrscheinlich immer noch nicht gesund, aber so ein Liter Cola vollbringt immer noch Wunder. Es ist immer noch zu warm für mich. Und Überraschung, es wird jeden Tag wärmer. Also eins der besten. Aktuell fühlt es sich als das beste Geschenk an, was ich bekommen habe, bevor es losgeht, ist diese nicht STVO-konforme Straßenleuchte. Insbesondere bei den ganzen Tunnel, die man hier in der Türkei befahren darf. Das ist einer der kürzeren, die sind nicht ganz so scary, der hat irgendwie 250 Meter. Manchmal geht es auch einen Kilometer. Und so ein Blinklicht gibt einem doch schon ein Gefühl von Sicherheit. Danke, Günni! So, ich weiß, da ist keine große Logik drin. Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit machen mir zu schaffen. Was mache ich? Ich bestelle mir eine heiße Suppe. Aber sie ist halt lecker. Aber es gibt auch Salat und sehr viel Brot dabei. Linsensuppe. Ein sehr leckeres Fisch. Herzlich willkommen in Aydinjik in der Aktan-Pension. Ja, die Roomtour erspare ich euch. Es ist nett. Und hier vorne ist das Meer.
Weil die Unterkünfte werden nicht besser. Aber ich bin so froh, dass ich diesen touristischen Teil los bin. Zusammen. Ich habe seit 2 Tagen einen ziemlichen Durchhänger. 2 Tage, 3 Tage, keine Ahnung. Seitdem ich in Antalya losgefahren bin. Die Temperatur hat sich geändert, es ist halt warm. Luftfeuchtigkeit ist krass. Ich schieb's jetzt einfach mal aufs Wetter. Vielleicht habe ich aber einfach gerade grundsätzlich einen Durchhänger. Es ist tatsächlich so, dass ich mich seit 2 Tagen gegen einen Campingplatz und für ein Hotel entscheide, weil es hier Aircondition gibt. Weil ich kann es eigentlich genau genommen auch abends echt nur in meinem Raum aushalten, wenn die Klimaanlage an ist. Grüße von eurem Klimabotschafter. Ja. Also entweder hat sich mein Körper noch nicht angepasst, oder ich habe gerade ein Tief. Oder es ist gerade alles zusammen. Keine Ahnung. Ich habe gedacht, das ist irgendwie eine Art Zeitzeugnis und ich halte das jetzt mal fest. Ich habe noch 2 Tagesetappen bis nach Mersin. Und da werde ich auf jeden Fall ein paar Tage nochmal frei machen und Zeug aufarbeiten. Ich weiß auch nicht. Bis bald. Es ist 0:04 Uhr. Nach 2 Folgen Discovery war ich endlich einschlafbereit. Und dann war diese eine scheiß Stechmücke. Ich habe sie jetzt erfolgreich getötet. Jetzt bin ich wieder wach. Jetzt gucke ich weiter. Gute Nacht. Also ich habe Discovery relativ schnell durchgebinged. Ich glaube in 2 Nächten. Ist das mit den Stechmücken. Genau. Die wichtigste Info, die ich da für mich nochmal so rausgeholt habe, so beim Rekapitulieren. Der Jochen hat sich einen Abend so ein bisschen für mich geschämt, weil mir in dem ersten Restaurant, habe ich klargestellt, als mir unser Spätzle mit Gulasch bestellt haben, whatever, dass mir Radfahrer sind und mir Hunger haben. Dass das eine anständige Portion ist und mir nicht noch was nachbestellen wollen. Das mache ich immer, wenn ich im Fahrrad unterwegs bin. Bei mir ist das in Deutschland schon oft genug passiert, dass ich halt nicht satt wurde, weil man hat irgendwie 2000 Kalorien nachzuholen. Außerhalb von Deutschland wird euch das nie wieder passieren. Ich habe nie wieder meinen Mund aufgemacht, weil selbst diese Linsensuppe, die ich da gegessen habe, das war so ein kleines Gericht. Ein Bergbrot, ein Bergsalat und also das war ganz interessant mitzukriegen. Ich ärgere mich weiter in Deutschland, dass ich nicht satt werde. Es ist leider oft so. Aber ja, in gastfreundlichen Ländern ist das Essen, also oberste Priorität, dass die Leute satt werden und dass sie genug leckeres Essen kriegen. Und meine Ernährung auf Radreise ist nicht so, wie man das vielleicht denkt, weil Sportler machen ja immer gesunde Sachen und so. Nee, ich habe mir morgens irgendwie beim Bäcker irgendwas gekauft, was mit Blätterteig, was mit Fett und Zucker. Hab über den Tag über 1,5 Liter Cola und 1,5 Liter Wasser getrunken und vielleicht eine Tüte Haribos und abends dann was Anständiges gegessen. Das ist noch nicht mal übertrieben. Das war tatsächlich meistens so dieser Modus, weil du kannst mit den Temperaturen, kann ich nicht viel anderes essen. Ich habe eine Statistik auf meiner Website auch ausgewertet. Habe ich hier stehen zufällig? Nee, natürlich nicht. Doch, ich habe im Schnitt 2,7 Liter Flüssigkeit am Tag getrunken und davon 50% Cola. Internationales isotonisches Getränk. Diese Krise habe ich ganz gut überstanden, indem ich mir irgendwie im Mersin, im Decathlon mal so Brausetabletten gekauft habe, weil die Elektrolyte waren tatsächlich mein Problem. Ich habe auch noch 2 Wochen gebraucht. Ich hatte Bauchweh, also es war so alles, was man braucht an Hitze, was sich wie Hitzeerschöpfung anfühlt, sind mir dann die Symptome irgendwann eingefallen. Ich hatte hauptsächlich Angst, ich hätte keinen Bock mehr. Das war das Schlimmste. Was mache ich, wenn ich keinen Bock mehr habe, Fahrrad zu fahren? Nee, es war was Körperliches und dann war ich auf einmal froh.
Gut, jetzt kommen wir schon langsam zu dem Finale. Ich bin nach der Türkei ein bisschen abgewichen von der Reiseroute. Ich war auch ein bisschen inspiriert von verschiedenen Podcasts über das Thema Nordirak, also autonome Region Kurdistan. Und habe dann nach langen Überlegungen und Aushändeln mit meiner Familie beschlossen, dass ich in den Irak fahre. Und das sehen wir jetzt hier. Silopi, der letzte türkische Ort vor der Grenze. Noch ein paar Kilometer, dann trinke ich noch irgendwie einen Liter Cola. Und dann geht's los. Nächste Abenteuer. Also man sieht es hier auch schon, das Klima ändert sich massiv. Das ist wesentlich trockener jetzt. Ist noch nicht mehr viel Grünes. So, das sind die letzten Fotos vom Grenzübergang. Ich packe jetzt meine Kameras ein. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, die Spannung steigt. Kann ich an dem Ton noch irgendwas tun, dass es, oder versteht ihr es? Ein bisschen leiser, oder? Ja, aber ich habe ja schon Vollgas. Ich bin seit 2 Monaten aber keine Grenze mehr gefahren. Draußen sind Temperaturen wie im Backofen. Ich bin zum ersten Mal wieder aufgeregt. Eine Stadt auf einmal ist, wenn die nicht mehr wie wild geworden hupen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist einfach ruhig. Autos fahren und halten sich an Regeln. Und beim Gefühl auch nach an Geschwindigkeitsbegrenzungen. Also das war für mich ein richtiger Kulturschock nach fast 2 Monaten Türkei, wo die Hupe als Kommunikationsmittel benutzt wird. Auch als Warnmittel, also zum Überholen und sowas, fahre ich über die Grenze und auf einmal hupt niemand. Ich habe mich lange gewundert, was ist denn los? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Es war auf einmal so leise und das, in dem Video kommt es ganz gut rüber, finde ich, dass es auf einmal leise war. Es war nichts mehr und der Verkehr schien auf einmal wieder geordnet da. Es war auch nur ein Schienen, es wird auch wieder anders, aber das mit dem Hupen ist eindeutig so, das ist im Irak nochmal mehr wie bei uns in Deutschland. Nicht, also ein bisschen mehr wie bei uns in Deutschland. Es wird auch viel gehupt, aber ja. Ist das so? Ist das so anders? Ich fahre bis hier hin und da fahre ich mit dem Bus nach Erzurum mein Visum abholen. Da muss ich auf die iranische Botschaft. Um dann hier über die Grenze fahren zu dürfen. Das ist ein bisschen kompliziert. Von wann nach Erzurum? Ja. Genau. Dann lasse ich mein Fahrrad hier stehen und das ist auch kein Problem. Ich weiß nur noch nicht, wie ich dann von Erbil wieder in die Türkei komme. Das geht mit Bus. Mit Bus. Kriege ich mit da mein Fahrrad irgendwie unter? Ja, ja. Um ja, fragen. Ja. Diesen Reisebus, die sind groß. Und ja. Unten ist viel Platz. Ja. Bist du nicht hier in Irak, iranischen Visum da? Nee, da muss ich nach Bagdad. Ich muss zu einer iranischen Botschaft, um den Stempel abzuholen. Ja, ja, iranische Botschaft haben wir hier auch. Ja, es ist richtig. Es gibt ein Konsulat im Iran, deswegen war ich auch statt 3 Tagen also 18 Tage in Erbil. Route, wie sie geplant war. Ich bin in Deutschland, über die Alpen, Italien, Balkan und Türkei, an der Küste entlang. Ja, bin dann jetzt hier weiter unten entlang, Teheran, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan. Und dann schaue ich weiter. Im schlimmsten Fall, also entweder buche ich mir hier einen Flug irgendwo hin und fahre dann weiter, oder ich fahre halt nochmal zurück. Dann fahre ich halt nach Baku mit der Fähre durch Aserbaidschan noch durch, und Georgien noch mit und fahre dann halt nochmal durch die Türkei. Also willst du nicht auf keinen Fall mit dem Zug nach Deutschland? Ich habe ein Jahr Zeit. Ein Jahr? Ich habe ein Jahr Zeit, die würde ich gerne irgendwie auf dem Fahrrad verbringen und ich versuche nicht zu fliegen. Wenn ich jetzt hier runtergefahren wäre, wäre ich natürlich zurückgeflogen, keine Frage. Wenn man jetzt eine von hier, von Sapu, erzählt, dass jemand
von Deutschland mit Fahrrad gekommen und seine Ziele da und da und da sagt, das nicht mehr alle. Ja, natürlich nicht. Ja, so fährt man Fahrrad im Nordirak. Checkpoints. Die Peschmerga. Gucken, dass ich keine AK-47 auf dem Fahrrad habe. Im Irak. Heute Morgen habe ich mich wieder ein bisschen früher aus dem Bett geschält. Wir sind seit 6:45 unterwegs. Das Gute bei den Temperaturen ist, wenn der Rest der Gegend eher flach ist. Also ich habe jetzt einmal 400 Höhenmeter hinter mich bringen müssen. Ich hätte können theoretisch durch einen Tunnel fahren, habe mich aber nicht getraut. Ja, jetzt bin ich auf einer wenig befahrenen Straße. Stoße aber gleich nochmal auf die Hauptverkehrsanbindung, wo auch der Lieferverkehr, also sprich LKWs, fahren dürfen und sollen. Aber ich glaube, das ist nicht mehr so weit dann. Bis nach Turok. Ja, mit den Temperaturen komme ich eigentlich ganz gut hin. Also es ist halt einfach heiß. Also tagsüber sitze ich auf dem Rad oder im Hotel. Durch die Stadt laufen ist nicht. Da warte ich bis abends. Es laufen aber auch sonst relativ wenig Menschen durch die Stadt. Aber ich werde wahrscheinlich den Rhythmus etwas ändern und mache meine Sightseeing-Touren dann am Abend oder in der Nacht. Also ich hatte natürlich vorher Bammel, weil ich glaube im März im letzten Jahr sind noch zwei Dänen über die Grenze gefahren, von denen einer nicht mehr zurückgekommen ist, weil sie mit einer Landmine gefahren sind. Also das ist halt immer noch das Land mit den meisten Landminen. Wenn hier weniger gehupt wird, ist der Straßenverkehr im Irak dann doch nochmal ein anderes Kaliber. Hier gibt es einfach eine breite Straße ohne Markierungen. Hier ganz rechts irgendwie zu retten. Kapituliert. Ja, ich bin dann irgendwann in Erbil angekommen. Ich habe auf der Straße nicht mehr gekonnt. Das war mir einfach zu gefährlich. Es war kein Spaß mehr. Ich habe dann versucht zu trampen. Das hat auch nicht funktioniert. Dann haben die Jungs da, wo ich an der Tankstelle gesessen habe, haben nebendran einen angehauen, der die Richtung fährt. Dann haben wir einen Deal gemacht. Ich habe dem $50 gegeben und dann hat mir ich die letzten,
keine Ahnung, 80 Kilometer bis nach Erbil gefahren. Ich war sehr froh, dass ich die nicht mehr fahren musste. Das war super. Das war meine erste Lektion danach aus zum Thema östlicher und westlicher Popkultur. Der hat so einen Klinkenstecker in seinem Autoradio gehabt und hat dann gesagt, ich soll doch meine Musik anstecken. Und ich habe mir ganz apokalyptisch, habe ich vorbereitet, habe mir so einen alten iPod Classic gekauft, wenn ich ja kein Internet habe, dass ich Musik habe. Und dann habe ich zum ersten Mal das Ding genutzt, weil ich habe die ganze Zeit natürlich mein iPhone genutzt. Habe das Ding angesteckt, habe Lady Gaga angemacht, habe Nirvana Smells Like Teen Spirit angemacht und Freddie Mercury. Und bei nichts hat es bei den Jungs geklingelt. Die haben das noch nie gehört. Und dann habe ich zum ersten Mal verstanden, ja, nee, das ist halt eine ganz andere Popkultur, weil die waren cool, die waren aufgeschlossen, die waren mit allen da, aber nee, das kannten sie nicht, das war ihnen völlig fremd. War eine spannende Feststellung für mich. Das wichtigste Vorurteil für mich war, wenn man auf Google Maps geht und Erbil eingibt, ist ja alles beige. Ist alles, im Irak ist sowieso alles beigefarben. Die leben auch nur in Zelten natürlich und so. Nee, natürlich nicht. Das war mir klar vorher schon, aber ja, also ich habe es von Erbil, da habe ich noch kein Video mitgebracht dafür, das wird den Rahmen sprengen. Das ist halt eine Stadt. Das ist eine Stadt, in der es halt 44 Grad heiß ist im Sommer, aber ansonsten ist das halt eine moderne Stadt mit funktionierendem Internet, funktionierendem mobilen Internet, nicht wie bei uns. Alles läuft dort mit Sprit, das ist ein bisschen unangenehm teilweise, es riecht doch überall nach Diesel oder Benzin. Krass. Ist auch ein Urlaubsort. Kann ich jedem empfehlen. Fliegt nach Erbil. Ist geil. Ist die Wiege der Menschheit, liegt im Nordirak. Könnte ich mich jetzt noch eine Dreiviertelstunde drüber auslassen, wie toll das dort ist. Nein, wir kommen aber zum Grande Finale. Und zwar habe ich eben kurz gesagt, 18 Tage noch dort verbracht, weil ich herausgefunden habe, dass ich auf der Botschaft mein Visum kriege. Das war natürlich ein bisschen schwieriger. Dann kam noch das Opferfest dazwischen. Das ist eines der höchsten islamischen Feiertage, die es gibt. Da war 4 Tage alles dicht. Was auch nicht schlimm war, dann war ich halt länger in Erbil, tagsüber im Hotel und abends on Tour, weil es waren 44 Grad, trockene Hitze, niemand geht dann freiwillig vor die Tür. Und dann bin ich mit dem Rad zur Grenze gefahren, um zum Iran zu fahren. So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch auf meinen letzten Minuten aus Kurdistan. Ja. Ich sitze hier mit Raswan. Raswan ist studierter Informatiker, der leider keinen Job findet, wie viele hier in Kurdistan. Und deswegen verwaltet er hier den Parkplatz. Ich Montags bin jetzt ein bisschen bis aufgeregt. Es geht jetzt gleich in den Iran. Ich habe jetzt mein Clownskostüm an. Can you just hold the camera? Ja. Because I have to show them. So, das ist jetzt für die Polizei. So nice. Für die Polizei bin ich jetzt adäquat gekleidet und hoffe... It's good. It's nice style. Also es war natürlich noch vorhin Protesten, aber natürlich habe ich mir gegen die Basij-Miliz mussten die Beine bedecken, weil niemand hat lange, auch Männer haben keine nackten Beine in der Öffentlichkeit. Und dann habe ich mir ein bisschen eine Hose umnähen lassen irgendwo in der Türkei. Und dann habe ich gesagt, wenn, dann muss ich mir eine möglichst affische kaufen. Und so ist diese Clownshose entstanden, die da draus so ist. Und der arme Raswan arbeitet dort 7 Tage die Woche. Der hat irgendwie mal im Monat einen Tag frei. Der wohnt in diesem Container, wo ich ihn da besucht habe. Also, ja, krass. The Iranian Police. Jetzt kriege ich gleich noch ein bisschen Frühstück gemacht. Nutze ich die Chance, dass ich ihn gerade ablenken konnte, weil er sehr viel redet. Er macht mir jetzt noch Tee und ich kriege ein bisschen Frühstück. Wo bin ich stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr. Ich verlasse Kurdistan. Es sind jetzt wirklich nur noch 100 Meter bis zur Grenze. Ich glaube, der Austritt, also die Ausreise aus dem Irak wird wahrscheinlich relativ unkompliziert sein. Was mich bei der Einreise im Iran erwartet, ich habe noch gar keine Ahnung. Das ist zum ersten Mal, dass ich beim Grenzübertritt so ein bisschen Bammel habe, wie das so wird und wie lange das dauern wird. Ansonsten freue ich mich. Die Temperaturen sind super angenehm. Es ist 10 Grad kühler hier als in Erbil. Heute sind nur 32 Grad gemeldet. Das ist ein Traum. Und im Iran muss ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht. Es gibt ein paar Reisebeschränkungen, die meinen Trip, so wie ich ihn geplant habe, eigentlich nicht möglich machen. Aber ich werde eine Lösung finden, wie es dann weitergeht. Some people say Kurdish people are terrorists, are not good, right? Yeah. So in here, I wanna say Kurdish people not terrorists. We are kind people. We are so nice. We can help everyone. Everyone can visit our country. Enjoy the travel or their travel without any problem. Right or yes. Not? Kurdistan is the safest place on earth. You can walk by night through Erbil and
everybody will take care of you. It is a safe, it's a secure place. These people are great. I like Kurdish people, I like the Kurdish country, you should go here. You can even travel with a bike. You know, I'm a cyclist. That's crazy. You are the best argument. Yeah. Right? Yeah. Kurdish people kind or not. They're very kind. Our country kind or not. Yeah, the country is very kind and it's amazing. So you are warmly welcome again. Thank you. Visit Kurdistan. Er hat mich gehackt. Ich habe die ganze Zeit versucht, mit ihm ein Interview zu führen. Das ist mir nicht gelungen. Und irgendwann war er, der die Fragen stellt und ich habe beantwortet. Das war dann halt einfach so. Ich habe eine halbe Stunde Material dafür ausgewertet. Für das Video. Ich war, ja. Aber war Raswan. Raswan ist cool. So, Cut. Iran. So, ich bin gerade erst angekommen. Tschüss. I just arrived. Ich krieg jetzt gerade eine SIM-Karte und die ersten, also Iran ist unglaublich. Ich bin das ist das bisher das Verrückteste, was mir hier passiert ist. Ich bin im Iran. Der Grenzübergang, der mir zum ersten Mal, wo ich mir zum ersten Mal Sorgen gemacht habe, ob das funktionieren kann und wie das funktioniert, war der unkomplizierteste von allem. Ausweis vorzeigen, durchlaufen. Dann haben mich vor der Tür direkt ganz viele iranischstämmige Kurden, kurdischstämmige Iraner, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, positiv überfallen. Innerhalb von 5 Minuten hatte ich jetzt eine funktionierende SIM-Karte, einen funktionierenden VPN-Client, Geld gewechselt, Ratschläge, Routenempfehlungen, meine Wasserflaschen aufgefüllt. Ich muss jetzt erstmal Platz finden, um das Ganze zu verdauen und zur Ruhe zu kommen. Iraner ganz viel Wasser abstauen, das den Kurden fehlt. Deswegen gibt es dort wieder ein bisschen mehr Wasser auf der Seite. Das sind so die geopolitischen Probleme, die es dort in der Region gibt. Normal, ganz normale Ladungssicherung. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein erster Tag im Iran, meine erste Tagestour im Iran. Temperaturen sind im Moment ziemlich erträglich. Die Luft ist auch nicht mehr so trocken wie im Irak. Die Gegend ist einfach ein bisschen angenehmer. Ich bin auch immer noch in den Bergen, das darf ich nicht verschätzen. Ich bin hier immer noch auf 100 Meter. Das macht es also ein bisschen angenehmer, aber keine Ahnung, 36 Grad, 37 Grad werden es halt auf jeden Fall. Ja, meine Ankunft gestern war unglaublich toll. Ich bin mit Gänsehaut weitergefahren, es war einfach fantastisch. Ja, und dann die Fahrt nach Piranshah war kurz, aber knackig. Mit einer Ja, hier würde ich dann schon mal ein bisschen verkürzen. Ich erzähle nur noch, wie geil das ist alles und wie toll ich mich fühle. Was auch wirklich so war, es war schon ein ganz schönes Highlight. Ich war echt nervös mit dem Iran. Aber es gibt danach jetzt eh nicht mehr so viele Aufnahmen. Der Punkt ist, danach wird es halt leider ein bisschen dreckig. Ich hatte am Nachmittag die letzte Barcat-Type hinter mich gebracht. Es ging eigentlich nur bergab bis nach Omia. Da wollte ich hin. Ich war schon in Kontakt mit meinem Couchsurfing-Partner, wo ich übernachten sollte. Dann war ich in einer, da kann man es etwas erkennen, ich bin oben das Rote, bin in einer Rechtskurve schön außen gefahren, hier unten kam ein Auto angefahren, der Fahrer hat die Kontrolle über das Auto verloren, also der hat sich gedreht und ist in mich reingeschleudert und da wo jetzt das Alien liegt, habe ich gelegen und er ist mit meinem Auto und dem Fahrrad hinten
in den Graben gefahren. Das da hat mir, die Zeichnung hat mir Lia, die Unfallzeugin, geschickt. Ich habe ihr einfach mal gebeten, kannst du mal eine kurze Skizze machen? Ne, die hat das dann gleich anständig gemacht. Habe mir direkt hier eine ARD-Infografik draus gebaut. Ja, aber die ist quasi, sie war in einem grünen Auto, sie ist quasi hinterhergefahren und hat alles bezeugt. Und mit der haben wir bis heute Kontakt. Also die war halt die erste vor Ort, die konnte Englisch, die hat übersetzt und ist mir nicht mehr von der Seite gewichen. Ja, so sah das dann vor Ort aus. Zum Glück waren direkt viele Menschen da. Da oben der betropft guckende Mensch war der Fahrer. Es hat ihm sehr leid getan. Der rote Halbmond war vor Ort, die haben mich verpackt. Die ganzen Bilder habe ich alle über Instagram bekommen. Also es sind da sehr viele Menschen, die mir da alles Mögliche geschickt haben. Ich bin dann erst nach Oschnawi ins erste Krankenhaus gefahren worden. Da hat dann die Sima mir geholfen, ein Video aufzunehmen für meine Freundin. Ah, ja. Hallo Judith, mir geht's gut. Ich hatte einen Autounfall, mich hat einer platt gefahren. Ich gehe wahrscheinlich in OP, ich habe was mit den Beinen. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, aber ich bin hier gut versorgt. Ich bin im Iran und alle kümmern sich sehr gut um mich. So, das ist der Theo, der immer alles in der Kontrolle hat und auch versucht, dann jeden zu beruhigen, dass alles in der Kontrolle ist. Ich bin selber ein bisschen verschrocken immer noch über dieses Video. Lia hat dann Kontakt gehalten mit ihr und ausgetauscht und hat ihr unter anderem auch das Video geschickt, das der rote Halbmond mir geschickt hat. Nämlich das sind die Überreste meines Fahrrades. Also das Fahrrad ist total fetzen natürlich. Und der rote Halbmond hat mir dann natürlich, der hat mir auch ein Foto geschickt, weil die haben mein ganzes Material verwahrt. Die haben mein ganzes Inventar auf einen Teppich ausgeteilt und fotografiert, damit sie wissen, dass sie sich drum kümmern. Hello, Mr. Fabian. Haben mir noch das We geschickt. Wish you good health. I hope you return to the arms of your family as soon as possible. Are your belongings in the Red Cross and we took you a video. Ja. Inventur an meinem Körper. Meine rechte Kniescheibe war zertrümmert oder ist zertrümmert. Links Schienbein gebrochen, beide Kreuzbänder weg, Menisken kaputt, Ellbogen kaputt, Handgelenk kaputt. Also ich war erstmal, mit all meinen Körperteilen konnte ich nichts mehr machen, wie man hier auch sieht. Ich gebe gerade ein bisschen Gas, ich habe noch 4 Tage im Iran verbracht. Dann haben mich hier die Doktoren mit dem Krankenwagen zum Flieger gefahren. Er hat mich psychologisch betreut, er hat nämlich sein Let's Rape Together. Das war sehr schön. Die haben mir sehr geholfen. Und dann bin ich mit dem Ambulanzflug nach Hause geflogen. So, meine Freunde, das ist das abrupte Ende einer Radreise. Fühle mich auf dem Heimflug nach Saarbrücken. Ja, und auf dem Winterberg in Saarbrücken hat mich dann meine Freundin in die Arme geschlossen. Und meine nächste Reise hat begonnen, nämlich die Reise der Genesung, die mich jetzt zum Glück heute schon bis hierhin geführt hat, dass ich jetzt schon hier stehen kann und Roller fahren kann. Ich habe mir einen Roller gekauft, weil Fahrradfahren kann ich noch nicht mit meinen Knien, da arbeite ich noch dran. Ich habe die letzten 9 Monate oder ich habe mir die Anzahl der Tage aufgeschrieben, sehr viele Tage damit verbracht, im Fitnessstudio irgendwas zu machen und Reha zu machen und Physio zu machen und habe seit dieser Woche wieder einen Job und bin jetzt wieder ein bisschen zurück im Leben. Bevor wir das jetzt beenden, das mit der Diskussionszeit und Fragerunde gibt es nicht mehr, das können wir einfach draußen an die... Ah, du machst das dann bestimmt, du hast viel bessere Ideen wie ich. Ich möchte nur kurz, bevor ich danke für eure Aufmerksamkeit sage, noch, das ist der Hauptpunkt, warum ich auch hier bin, auf das Thema Iran aufmerksam machen. Am 16. September wurde die junge Jina Mahsa Amini von der Sittenpolizei bei der Festnahme getötet. Seitdem gibt es diese Proteste. Es sind 57 Menschen bei den Protesten ums Leben gekommen. Es gibt laut Human Rights Watch 582 Hinrichtungen, 30.000 Inhaftierungen. Und im ersten Quartal diesen Jahres wurden schon wieder 100 Menschen hingerichtet. In diesem Land stimmt was überhaupt nicht. Seit 44 Jahren herrscht dort ein Regime. Das ist nicht in Ordnung und wir machen zu wenig dafür.
Und wir müssen da aktiv werden. Unsere Außenpolitik muss dafür aktiv werden. Meine Freundin und ich haben jetzt eine enge Bindung natürlich zu den Menschen. Ich habe mit denen täglich fast Kontakt. Wir sind da jetzt dran. Ich bin jetzt seit kurzem offizieller Fundraiser für Hava Help. Die kümmern sich um alles, was im Mittleren und Nahen Osten passiert. Ich sammle Spenden für Hava.help. Guckt euch das bitte an, ich mache das jetzt kurz. Guckt auf meine Webseite, da sind die Spendenaktionen drauf. Informiert euch darüber, was die machen. Spread the word, helft diesen Menschen. Die machen gute Arbeit. Ich finde das geil und ich finde das wichtig. Und das ist wichtiger wie meine Kniescheibe. Und ich sage, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wow. Ich glaube, das ist jetzt mein 4. oder 5. Vortrag von irgendwelchen Radreisen irgendwo in der Welt. Und ich kann nur sagen, jede Radreise, jeder Bericht ist, genauso wie die Tour, komplett anders. Unglaublich, was du da gemacht hast. Super, schade um das Ende. Ja, ich würde jetzt vorschlagen, Fragen sind halt jetzt gerade leider nicht mehr. Wir beenden das hier jetzt und wer Fragen hat oder so, wir können uns gleich vor der Tür irgendwie abstimmen, dass wir uns irgendwo treffen vielleicht nochmal. Sind bestimmt auch ein paar Radreisende hier und dann würde ich sagen, habt eine gute Zeit noch. Vielen Dank. Hier sind noch ein paar Metadaten und irgendwo erscheint immer wieder www.fabiantheobert.de. Ihr findet mich unter @graveltheo in jedem Social Network, das es so gibt. Ich glaube sogar bei Matrix, wenn ich das richtig eingerichtet habe. Ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich plane meine nächsten Reiseprojekte. Das nächste Fahrrad ist bestellt. Vielen Dank.